Liebe Internet-People, herzlich willkommen zu den Top 100 in der komplett drahtlosen Online-Fassung. Und gleich zu Beginn gibt es für euch wie immer meinen Favoriten. Und damit kommen wir zu einem Mann, den ich persönlich für den kommenden Michael Jackson der 2010er Jahre halte. Ein Typ, der Messehallen füllen wird, den es als Plastikfigur im Happy Meal geben wird und der sich dann vermutlich nach 15 Platin-Alben frustriert und Fastfood-abhängig aus dem ganzen Wahnsinn zurückziehen wird. Er hat auf jeden Fall alles, was man braucht als aufstrebender Megastar. Aber hört ihn euch am besten selbst an. Hier ist für euch XOV mit Lucifer. Die viel gescholtenen Castingshows bringen doch immer mal wieder echte Perlen zutage. Zumindest wenn sie The Voice heißen. Bei der französischen Variante konnte sich 2013 die damals erst 16-jährige Luan für das Halbfinale qualifizieren, indem sie John Lennons Imagine für ihren verstorbenen Vater sang. Ihr 2015 erschienenes Debütalbum ist zum Glück ein bisschen weniger traurig und ging in Frankreich direkt auf Platz 1. Wie auch unsere jetzt folgende Neuvorstellung. Hier ist für euch Avenir. Da mussten die australischen Teenie-Pop-Punks von 5 Seconds of Summer wohl wieder ganz dringend surfen gehen oder eine Beachparty feiern oder sonst was machen. Auf jeden Fall hat es in diesem Fall leider nur für ein Lyric-Video gereicht zu She's Kinda Hot. Dennoch hat es gleichzeitig zum höchsten Neueinsteiger in dieser Woche gereicht. Wobei man dazu sagen muss, dass Platz 76 durchaus noch ausbaufähig ist. Trotzdem jetzt hier der Clip für euch. Robin Schulz aus Osnabrück scheint irgendwie einen ziemlich guten Draht nach Kanada zu haben. Seine letzte Single Headlights hat er schon von der kanadischen Singer-Songwriterin Ilse veredeln lassen. Jetzt hat er sich für seine neue Single Sugar wieder einen unbekannten Kanadier irgendwo ausgegraben. Francesco Yates heißt er, ist noch blutjung, hat für sein kommendes Debütalbum aber trotzdem immerhin schon mal mit Pharrell Williams als Produzent zusammenarbeiten können. Erstmal mischt er aber noch mit Robin Schulz die Charts auf, und zwar mit Sugar auf Platz 3. Bitte sehr. Damit zu dem Mann, der nicht nur aus Rap und Pop Rayop gemacht hat, sondern auch aus Nutella und Toast Nost und aus dem Croissant und dem Donut einen Cronut. Ein grandioser Künstler. Nur scheint es leider so, als würde er sich schon von uns verabschieden wollen. Hier ist nämlich für euch Crow mit Bye Bye. Bye bye, bye bye, meine Liebe des Lebens. Ja, wir beide werden uns nie wiedersehen. Kann schon sein, dass man sich im Leben zweimal begegnet. Dass beim zweiten Mal dann einfach zu spät ist. Yeah, yeah. Dass beim zweiten Mal dann einfach zu spät ist. Soll ich tun, wenn es beim zweiten Mal dann einfach zu spät ist. Yeah, yeah. Dass beim zweiten Mal dann einfach zu spät ist.
Die Nummer 1, Lost Frequencies mit Reality oder wie er selbst sagt, Today I got a million, tomorrow I don't know. Da hilft vermutlich nur ein Bausparvertrag, wobei in der heutigen Zinslage vermutlich nicht mehr das. Dann lieber in guter alter Popstar-Tradition das Geld mit beiden Händen nehmen und aus dem Fenster raushauen. Und genau das werde ich jetzt auch machen mit meiner hart erarbeiteten Top 100-Gage. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der TV-Version dieser kleinen Sendung wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. I can fly high, I can go low.